Folge Nummer 41 von Oxygen Not Included. Wir sind in der gelben Stufe. Wir brauchen unbedingt Essen, weil da schon wieder einer verhungert. Das ist unser größtes Problem, dass immer irgendwer noch Hunger hat und da müssen wir noch dran arbeiten. Das ist leider noch nicht gegeben, dass das hier vorangeht. Warte mal hier. Ja, lass das so, wie es ist. Hier das Gas, das muss unbedingt da noch dran. Da sind wir leider auch noch nicht so weit. Wie weit ist denn die Lüftung? Also hier oben ist es schon da. Die Leitung geht da runter und hier fehlt es noch. Aber man könnte ja hier bauen, oder? Hier ist dann schwer hinzukommen, oder wie sehe ich das? Er macht kühl, damit das da wächst. Ja, und hier unten ist leider das mit dem Erdgas, was wir letzte Runde schon festgestellt hatten, ne? Ja. Das Wasser läuft hier. Und wird hoffentlich runtergekühlt. Ja, die machen was und er macht da Essen. Und wir haben 300 Kalorien da. Ja. Hier wächst nichts mehr. Dafür wächst hier jetzt was. Und wie sieht das hier oben aus? Ja, hier, das ist doch letztes Mal nicht gewesen, ne? Ich glaube, es wird hier ein bisschen mehr. Das ist schon mal gut so, dass hier sich der Raum abkühlt. Wächst 90%. Das müssen wir zumachen hier noch unbedingt. Sonst gilt dies nicht als Gewächshaus oder wie man das auch immer nennen möchte. Er ist am Essen machen. Hat jetzt keinen Strom, kann da nicht machen. Wo kriegen wir noch was zu essen her? Ach so, hier, ja, komm. Was war das hier? Das war hier... Das ist ein Steinhatchling. Kann man den entfernen? Ja, den kann man entfernen. Jetzt hat er den angegriffen, oder was? Ach, die kämpfen, die mögen sie nicht. Ja. Das finde ich jetzt doof, was er da macht. Kriegen wir den denn da weg dann? Einfangen. Der muss weg da. Okay, das heißt, da können wir keine Steinhatchlinge mehr machen. Pokerpanzer können wir da reinsetzen. Ja, würde da mal einer den noch einfangen, dann können wir den da vielleicht irgendwo anders aussetzen. Ja. Zeig mal gerade. Ich weiß nicht, ob der da überleben kann, aber da oben wird er sowieso sterben. Wo ist denn der jetzt? Da. Ja, aber der wird jetzt sterben. Und dahinter liegt, glaube ich, auch noch einer. Kann das sein? Ungekühlt, Verschmutzung ausgesetzt. Aber er ist dabei auch ein bisschen draufgegangen, ne? Naja, aber da wissen wir, dass wir da keine Hatchlinge mit dem zusammen machen können. Sie geht da rein und macht was? Holt sich das Fleisch da weg. 2 Kilo Fleisch. Und was macht sie damit? Da rein, okay. Warte mal, da aber kommt doch kein Fleisch rein. Nix Fleisch da rein tun. Das muss gekühlt werden, das muss da rein. Und da ist nur Medizin drin, das ist auch doof. Wir sollten da Nahrungsmittel auch reintun, aber der Kühlschrank ist auch gerade nicht. Ja, mach das so. Hier kann man noch was machen, sehe ich gerade. Du
Duplikant Bird kann aufsteigen. In welcher Form? Tragfähigkeit. Das ist ja ein wichtiges Gerät. Kann natürlich auch sein, dass einer die Eismaschine bedient hat und deswegen das klappt, ne? Aber... Also eigentlich ist es hier zu warm, ne? Aber ne, der Boden ist 29, sonst was. Jetzt ist hier nur die Frage, wird es hier kälter? Mit welcher Temperatur kommt es rein? 32,6. Und mit welcher geht's raus? Gerade nix, kommt da aber gleich. Verhungern wieder einer. Jetzt kommt das Wasser da. Bei 27, 28, 29, 30, 30, 8, 31. Das erste Wasser ist noch relativ kalt. 1,6 Grad oder sowas vielleicht. 1,5 Grad nehmen wir da runter. Ich sehe gerade, hier oben ist aber noch ein Dingens. Noch ein... hier können die gar nicht hin. Also hier oben. Müssen wir da eine Leiter basteln. Oder eine Ebene hinbauen, geht auch. Wie haben wir das denn wieder vor hier, hm? Das soll so, so... Ich glaube, wir können das mal so bauen. Ja, wir bauen das mal so. Das da muss noch weg. Ja, schauen wir mal. Graupelweizenkorn. Hier ist auch noch was zu essen. Hier wird noch nichts fertig. Keine Prios da gesetzt. Ah, der wird schon da weitermachen. Er hat in der Hose gemacht wahrscheinlich. Dann ist hier unten auch noch was. Aber hier zum Glück noch nicht. Wie sieht es denn so insgesamt aus? Sauerstoff ist hier unten gut. Oben geht so. Ganz oben schlecht. Deswegen geht auch gar keiner mehr nach ganz oben. Weil Sauerstoffproblem besteht, ne? Ja. Verhungern, Stress erbrechen. Okay. Jemand hat Stress, das ist nicht gut. Hatten wir nicht so eine Bank schon irgendwo gebaut? Zum Entspannen? Da. Fehlt der Strom dran, ne? Strom ist hier, Kabel sind da und Kabel ist angeschlossen, aber kein Strom da. Schwierig. Wo geht denn der Strom hin? Haben wir den irgendwo aus Versehen unterbrochen? Okay, es gibt keine Leitung dahin, das ist das Problem. Wir haben das unterbrochen. Also wenn, dann würde ich den Strom hiervon abzwacken wollen. Mach das so. Da unten ist irgendwas. Schmutzwurzel da geholt. Okay, und isst die auch gleich. Und da ist doch noch eine vergraben. Dann können wir die da auch wegholen, oder? Zack. Was hat er für ein Problem? Nasse Füße, hungrig, erschöpft. Okay. Warte, wenn das doch hier, das Wasser ist doch weg, dann können wir doch hier ein bisschen was machen. Oh, zwei sind am Verhungern. Das ist nicht gut. Wie kommen wir denn hier weiter? Da gibt es noch drei Schmutzwurzel, vier sogar. Lass uns mal gerade nach Dingens Keim gucken. Okay, da oben ist ein Keim. Das heißt aber, die zwei, die gehen.
Und wir haben schon wieder zwei am Verhungern, ne? Hm, läuft natürlich, ne? Was haben wir denn hier für Teile? 30,8. Keine Samen ausgewählt. Was braucht denn hier das? Kohlendioxid, Schleim. Was haben wir da noch? Die Dornblüte, die hat auch nur 5 bis 30 Grad. Bis 5 Grad, das ist zu warm hier für diese Pflanze. Temperatur 35 bis 85, Luftdruck mindestens 150 Atemchlorgas wird da gefordert. Das kriegen wir nicht hin. Und der hier? 22 bis 37, Sauerstoff, verschmutzter Sauerstoff, Kohlendioxid, verschmutztes Wasser. Das wäre doch dann die ideale Pflanze eigentlich hier, oder? Kann das sein? Haben wir nur eine. Aber dann lass die doch da mal hin. Weil die hat ja hier die verschmutzte Luft. Verschmutzten Sauerstoff natürlich. Ja, okay. Hier ist ein paar Rohre schon gemacht worden. Ja, und ich glaube, ich hätte jetzt die Idee, hier das zuzubauen. Und hier unten eine manuelle Schluftschleuse zu bauen. Ja, so sollte das sein, dann kommen die da vielleicht besser dran. Hier passiert leider nichts mit dem Arborbaum. Und da gibt's irgendwas. Zum Holen. Wir sind schon drei am Verhungern. Na, das ist schlecht. Warte mal, dann lass uns kurz gucken, was es gibt. Vielleicht ist ja was zu essen dabei. Hilfspaket, Kalk, na super. Aber was anderes brauchen wir gar nicht nehmen, dann können wir den Kalk nehmen, weil wir können nicht noch mehr Leute hier haben. Und Frankie kann noch was mehr tragen. Er kann Schutzanzug tragen, das ist ja schon mal was. Gut, was willst du jetzt hier noch machen? Es ist ziemlich kritisch hier alles. Verhungern 3. Wie sieht's mit Pflanzen aus? Oh, hier wird, kann geerntet werden. 3 Pflanzen. Guck mal, hier ernten. Ernten, hier gibt's Essen. Die ist doch bestimmt auch bald fertig. 87%. Jetzt nicht kühlen, ernten. Mann. Hier sind auch noch ein paar Pflanzen. 98. Ja, hier geht's jetzt ein bisschen voran. War da noch nie eine Tür oder wie sehe ich das? Ach, er ist frei. Nicht mehr da dran sitzend. Okay. Dann mach mal diese Tür wieder auf Automatik. Und wenn er doch da schon ist, das ist ja schon gar nicht so verkehrt. Dann müssen wir da mal jetzt nur eine Tür einbauen. Mach das mal zu. Und der kann ja jetzt hier dann auch raus demnächst. Wir sollten aber hier erst ein Tor machen. Können wir das? Nee. Geht irgendwie nicht. Schade. Ja, den kriegen wir da nicht so wirklich runter, oder? Aber wir können das ja mal aufmachen. Hoffen, dass er nach unten schwebt. Ist da denn möglich, ein Tor reinzumachen? Nee, auch nicht. Wie die Leiter? Geht nicht eine Tür hin? Was haben wir denn da gemacht? So, da ist die weggebaut, tatsächlich. Was produziert der nicht Schleim? Warte mal hier, die Tür kann wieder zu. Oh, warum ist denn da jetzt gerade alles wieder nass? So ein Shit. Da ist auch Wasser.
Okay, er geht runter, das ist schon mal gut. Jetzt sollten wir hier mal gerade zerlegen. Und da auch zerlegen. Warte mal, das Zerlegen können wir hier wieder abbrechen. Weil das hier unten geht. Vielleicht geht er auch noch da rein. Dann können wir das, machen wir da auch noch zerlegen. Und wenn wir Glück haben, nee. Jetzt geht der doof mal wieder hoch. So, kurz gucken, ob wir da eine Tür hinkriegen dann. Jetzt habe ich eine falsche Taste erwischt. Diese Tür. Ach, jetzt geht die da nicht hin, wegen der Rutschstange wahrscheinlich. Aber hier unten, pass auf. Tür. Prio 9. Drehen, hinbauen. Ganz schnell bitte. Ach, jetzt ist er nebenher. Vielleicht geht er ja wieder runter. Wäre schon schön, ne? Wenn jetzt einer die Tür mal gerade baut. Wir haben immer noch 3 am Verhungern. Vier am Verhungern. Das ist nicht gut. Was passiert jetzt hier gerade? Hier muss geerntet werden. Wer erntet denn? Keiner? Nimm mal den Matschriegel, den gelben Alarm weg, glaube. Vielleicht gehen die dann ernten, weil man, es sind 4 Pflanzen hier und keiner isst da was. Jetzt ist die schon Matsche geworden, oder was? Prio 1, das ist unser Problem gerade hier. Es sind nur noch 3 am Verhungern, aber trotzdem. Jetzt wird geerntet. Ist jetzt der Hammer, oder? War es das schon, oder wie? Da hat sich einer die Mehl rausgeholt. Geht erstmal essen. Ja, sehr gut. Brauchen wir nur noch 2. Der ist. Er hat auf jeden Fall nicht ein mieses Gesicht gezogen. Da wird geerntet, das ist gut. Verhungern 2. Jetzt gehen sie schlafen. Ich will nicht hoffen, dass jetzt die 2 verhungern schlafen gehen. Okay, 1000 Kalorien, das geht noch. Der hat 700 Kalorien. Und hier ist der Erste, der sich endlich massieren lässt und dadurch den Stress abbaut. Drei verhungern. Und es wird massiert, okay. Essen, 2 da. Aber 3 verhungern. Hier können wir noch was einstellen. Ja, dann hier, oder? Geht gar nicht. Ach so, falsch ausgewählt. Aber auch hier. Passiert gerade gar nichts. Alle sind am Schlafen.
Hier gibt es keinen Sauerstoff. Wo ist dieses Vieh jetzt hin? Da. Tür ist gebaut. Super. So, das heißt, ich mache jetzt hier... die Leiter weg. Und auch die Rutschstange. Weil ich da eine Tür bauen will, damit er dann da runter kann. Weil der gehört da rein, oder? Der brauchte doch alles das, ne? Macht dann Schleim. Macht die Tür zu, dass der da nicht wegfliegt. Was machen die Leute hier? Zwei noch verhungernd. 850 Kalorien und die zweite Person? 700, okay. Juicer. Die bauen Pilze und Dornbeeren, okay. Drei verhungern. Leute, ihr müsst essen. Abgebaut. Irgendwo noch Dornwurzeln. Hier wäre noch eine. Und hier soll auch noch was gemacht werden. Da kommen sie aber nicht hin wahrscheinlich. Und da geht's. Da geht's dann definitiv. Hier gibt's noch was zu essen. Was wird hier gebaut? Ach, das wird repariert. Da ist jetzt aber nicht... warte auf Treibstoff, okay? Nee, Lüftung, nicht sanitär. Wie weit ist denn die Leitung? Die Leitung ist bis da unten fertig. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier weitermachen. Gucken, ob das so reicht. Diese Wand, die Mauer muss dann noch gebaut werden. Verhungern 3. Wir haben 1050 Kalorien da. Sind die abgebaut? Nee, da ist immer noch was. Leute, kommt schon. Da kommen welche und bauen das ab. Das ist schon mal gut. Brauchen wir immer noch 2. Wie weit ist der hier? 83%. Der Koch kommt und holt sich das Essen und es verhungert nur noch einer. Und da wird das nächste abgebaut. Und holt er sich das mit dem geplatzten Trommelfell. Hungern sind wir gerade dran vorbeigerutscht. Sehr gut. Gut. Keine Algen mehr. Er ist jetzt hier. Wir können da die Leiter vielleicht, die Luftsperre bauen. Ja. Er hat auf jeden Fall gerade da wieder Schleim gelassen, ne? Und aus Schleim können wir doch Dingens machen. War das nicht hier? Algendestille. Wandelschleim zu Dingens.
zu Algen. Algen wird Sauerstoff. Vielleicht kriegen wir den ja mal hin. Kriegen wir denn von ihm mal Nachwuchs? 87. Aufwischen. Einmal aufwischen. Keine Ahnung, wo es wieder herkommt. Da wird auf jeden Fall gekühlt. Hier ist immer noch zu warm. Jetzt läuft die Pumpe nicht. 32,8, 31,1. Zu wenig, definitiv. Hier ist schon mal was weitergebaut worden, ne? Warte mal, da ist warmer Bereich. Das bedeutet, hier muss schon ein Isolierziegel vielleicht hin, ne, oder? Gestaltet sich gerade schwierig. Da wird gebrütet. Er verhungert. Hier ist doch was drin, oder nicht? Bockepanzer, Salbeitschling. Ne, den wollen wir nicht. Das war da ja erledigt. Er wird gepflegt jetzt gerade. Mürrisch. Und ist gepflegt. Was hat denn der jetzt hier alles angeklickt? Das ist doch ein Pockepanzer, ne, oder? Ja. Dann machen wir erstmal nur eine Bockpanzerfarm raus. Alles andere weg. So, passt. Und machen wir mal die Prio auf 7. Weil sonst verhungert er uns ja da gleich. 9,4 Zyklen ist noch ein bisschen hin. Wofür ist das gut? Chlorgas gibt's hier. Können wir diese Pflanze da einpflanzen? Oder wie war es? Wo die verschmutzte, haben wir doch irgendwo da was eingepflanzt. Wie ist denn das geworden? Wächst hier. Fingerhutschilf. Okay. Oh, jetzt verhungern schon wieder drei. Sitzt auf Toilette. 92% da. 80, 98, das ist gleich fertig. Es gestaltet sich gerade nicht so gut. Egal was, aber wir pflanzen da jetzt was hin. Wie warm ist denn das hier? Zu warm. Pflanzt die da hin. Frittierter Matsch, kommt aber kein Matsch nach. Weil da kein Strom ist. Ja, es wird kompliziert. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde, sehe ich gerade. Wir haben hier noch ein Wasserproblem. Also Wasser nicht, aber wir haben noch ein Kühlproblem. Das müssen wir definitiv noch in den Griff kriegen. Da ist jetzt die Frage, ob das hier oben was wird.
in unseren Leitungen, die hier noch gemacht werden müssen. Hier war tatsächlich einer, hat schon aufgewischt. Woran hapert es denn, dass die jetzt hier den Kühlkreislauf nicht weiterbauen? Prio 5. Machen wir mal Prio 6 hier raus. Für das hier. Wenn wir das weiter fertig kriegen, damit wir es umbauen können. Das brütet. Ist hier was zu essen drin? Null. 9,2 Zyklen. Der wird nicht mehr lange leben, wenn wir da nicht was zu essen hinkriegen. Okay, aber wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare herzlich willkommen, genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.